Es hat sich eine Anti-Kurden-Koalition gebildet im Parlament. Das ist die AKP, das ist der rechte Flügel der CHP, die MAP, die Ultranationalisten. Hinzu kommt natürlich das Militär, das von außen ebenfalls das Ganze unterstützt. Und was jetzt sozusagen eine große Gefahr besteht, ist, dass dieser Konflikt weiter eskaliert, indem man nämlich die Kurden, die einzigen, die sozusagen noch in der Lage sind zu verhandeln, Frieden zu schließen, dass man die jetzt sozusagen aus dem Parlament herausdrängt. Das führt natürlich dazu, dass die Menschen in den kurdischen Gebieten weiter frustriert sind und auch sozusagen aggressiver werden, und die emotionale Entfremdung bei den kurdischen Jugendlichen hat ja bereits begonnen. Was jetzt hinzukommt, ist, dass wenn diese Generation, die jetzt noch verhandeln kann, nämlich die HDP, jetzt auch noch aus dem Parlament herausfliegt, dann kann man diesen Kurdenkonflikt nur noch schwer lösen, weil die Jugendlichen, die setzen mittlerweile nur noch auf Gewalt.